Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ori. Ja. Bao ist wach. Wie soll ich sagen? Die letzte Aufnahme konnte ich in die Tonne treten. Er hat mir den Sound abgecaptured, aber das Bild nicht. Im Prinzip habe ich jetzt diese ganze Bausspitze von oben nach unten fertig bekommen. Im Prinzip haben wir auch ganz oben auf der Spitze das vierte Irrlicht gekriegt, das Gedächtnis des Waldes. Und es ärgert mich so sehr, dass es nicht aufgenommen wurde. Nur der Ton ist verfügbar, aber das Bild nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und letzten Endes Folgendes ist geschehen. Wir haben erfahren, wie Shriek so geworden ist. Er war im Prinzip auch eine ganz normale Kreatur, also naja, so wie er halt aussieht, nur in klein. Wollte dazugehören, die Eulen haben ihn auch gut aufgenommen und so weiter. Dann sind aber die Großen gekommen und haben im Prinzip den Kleinen vermittelt, nein, der ist böse, der gehört nicht zu uns, der sieht anders aus. Und haben ihn somit verstoßen und somit ist er so geworden, wie er halt eben ist. Und ja, so hat uns jetzt hier Bao erzählt. Ja. Oh, das ärgert mich so sehr. Ich träumte im Schlaf von Kolok, dem großen Wächter. Er war mehr als nur ein Betreuer der Moki und des Sumpfes. Er war das Leben, das unter seinen Wurzeln floss, die Weisheit, die sein Wasser lenkte. Er war wie ein Vater für die Moki und er wird nie vergessen werden. Ja, wie gesagt, es ärgert mich immer noch, dass das nicht aufgenommen wurde. Ich überlege gerade, ob ich nicht hergehe und einfach nur diesen... ob ich den Sound trotzdem noch mit reinschneide. Ich weiß es noch nicht, ich bin mir noch unschlüssig. Es ärgert mich gerade so sehr. Ja, aber wir haben auch noch einen kleinen Mucki getroffen, dem haben wir unsere Suppe geben können. Hier, ne? Und er hat uns einen Hut gegeben. Der sehr gut gegen Hitze schützt. Vermute mal, dass wir da in Ding weiterkommen, in der Windwüste. In Ding, genau, vor allen Dingen. Haben natürlich auch hier die Abkürzung jetzt aufmachen können, hier hoch, ne? Bis zur Spitze. Und da haben wir das Irrlicht gefunden, ganz auf der Spitze. Und dann wurden wir angegriffen und haben wegrennen müssen. Und mich ärgert es so, dass es nicht aufgenommen wurde. Und ich kann auch den Spielstand nicht laden, weil er speichert hier automatisch und keine Chance für mich hier zurückzugehen. Also ich habe es probiert, es ging nicht. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde mal hier weitergehen, weitermachen wie bisher. Wir haben jetzt das vierte Irrlicht, wir kommen, denke ich, jetzt in der Windwüste weiter. Da werde ich mich jetzt gleich mal hin teleportieren und ja, ich sehe es hier, OBS nimmt jetzt auch das Bild auf. Ich ärgere mich so, ich hätte es normal merken müssen. Normal gucke ich immer, Aufnahme läuft, Sound ist okay, aber auf das Bild habe ich nicht geachtet und das ärgert mich so. Das sind solche Fehler, oh, das ist so leichtsinnig. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es sind jetzt, ich glaube, es waren so 20, knapp über 20 Minuten Bildmaterial, das fehlt. Ich denke, ich werde den Sound trotzdem reinschneiden. Ich werde die Folge extra länger machen. Ihr werdet es merken. Irgendwann am Schluss werde ich es merken und dann geht es auch hier mit dem Kommentar hier weiter und dem Bild. Naja. Das ist ärgerlich, aber sowas passiert mit Sicherheit auch großen YouTubern, großen Let's Playern, denen das schon mal passiert ist.
die wissen, was ich meine, oder jeder von euch, dem das schon mal passiert ist, weiß, was ich meine. Es ist ärgerlich und ja, naja. Dann gehen wir mal guter Dinge weiter. Jetzt, wo wir auch wissen, dass die Aufnahme richtig läuft mit Bild. Ja. Auch währenddessen in Bauers Spitze. Das Gebiet war auch wunderschön, muss ich sagen. Mit Eis. Hier sieht man ja, wir haben ja diesen Blitz gekriegt. Das haben wir ja letztes Mal in der Aufnahme gesehen. Der hat mir viel geholfen und ich kann natürlich unser Trick 17, wo ich gesagt habe, dass wir in der Aufnahme natürlich nicht gesehen haben. Hier, Trick 17 war immer dieser hier. Na, hier hoch. Und dann den als weiteren Absprung benutzen. Und so bin ich im Prinzip weitergekommen an Stellen, wo ich nicht hin konnte vorerst. Zuvor. Ja. Und jetzt schauen wir mal, hier müssten wir eigentlich auch gut weiterkommen. Genau, hier war es folgendermaßen. Wir sind hier runter. Das haben wir ja letztes Mal noch gesehen. Da muss ich mir aber... Geht es so oder könnte ich da auch mit meinem Feuerball was machen? Ich probiere es mal so. Weil so ging es letztes Mal auch. Probieren wir es einfach aus. Nein. Ah, doch, so funktioniert es ganz gut. Ich brauche das Projektil von da unten nicht. Ach, wie es mich ärgert. Das geht mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum. Ah, naja. Jetzt machen wir unverhoffter Dinge weiter. Oh, ich hätte es euch gerne gezeigt. Aber wir sehen es ja jetzt hier. Wir haben es geschafft, Ori. Das Herz des Waldes ruht im Innern. Das Licht der Geisterweide kann öffnen, was lange verschlossen war. Klar, dann würde ich mal sagen, hinein in die gute Stube. Nur die Irrlichter kannten den Weg voraus. Um zurückzubringen, was verloren gegangen war. Ach, und jetzt, wo ich diese Sequenz gesehen habe, ärgert mich das, dass ihr die andere Sequenz nicht gesehen habt. Mit den Eulen, mit Shriek, wie er geboren wurde, wie er geschlüpft ist aus dem Ei, wie er zu den Eulen gekommen ist. Ganz alleine. Windruine. Ah, das hätte ich so gern eingefangen. Ach, das ärgert mich. Geht's denn hier hoch? Ah, jetzt wird mir das hier angezeigt. Okay. So. Ich würde mal sagen, wir heilen uns vorher mal. Wenn hier schon ein Kristall rumliegt. Hm, ich behalte es mal so. Meine Regeneration. So, was gibt es denn hier drüben? Okay. In allen Ländern bleibt es immer gleich. Entschuldigung. Für jeden Geisterbaum ein Licht.
und für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht. Das Licht allein ist nichts ohne sein Gefäß. Okay, die Dinger kann man zerdeppern, das ist gut. So, was gibt's denn hier oben? Gut, hier kommen wir irgendwann nach unten, bestimmt. Oder wieder hoch, je nachdem. Aber während das Licht ewig ist, kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde und ihre Zweige kahl, konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen. Es zerbrach und wir wurden zu ihr Lichtern, unser einstiger Glanz erloschen. So kommen wir nach unten. Die Kinder der Weide, die Geister von Niven, litten unter dem Verfall. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und alles schien verloren. Okay, dann sieht man... Sind das die Moki? Oder sind das wir? Unsere Artgenossen. Ich denke wir. So, gibt's hier noch was? Nein. Mir kommt mir das so vor, als müssten wir hier eventuell später wegrennen. Nach oben wieder. Doch die Prophezeiungen sagten, dass Hoffnung kommen würde. Sie würde unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerung an das Vergessen zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden. So wird die Welt geheilt, so wird der Kreislauf fortgesetzt. Die Baumeister der Gorlek wussten, dass alle kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier schützten sie das zerbrechlichste aller ihr Lichter, das Herz des Waldes. Wir spüren seine Präsenz in der Nähe, Ori. Das Licht wird abermals ganz werden.
So, was gibt's hier unten? Okay. Wir müssen nach unten. Da ist ein Brunnen. Speichern wir hier ab schon mal, wenn es funktioniert. Dann machen wir das. Was ist denn das hier drüben? Okay. Okay, hier drüben gibt es nichts. Naja, was soll uns das jetzt sagen, wenn hier ein Brunnen zum Speichern war? Was kommt denn als nächstes? Geisterweide starb, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin Sai. Die Weide erwartet uns, Ori. Wir müssen gehen. Doch der einzige Weg dorthin ist... doch gedacht, dass wir wieder abhauen müssen. Ja, so natürlich nicht. Oh, Mist. Oh nein, alles von vorne. Ja, wir haben's. Treibsand aus den Ruinen kommen. Oh, sehr gut.
Und jetzt ärgert es mich nochmal, dass ich die Jagdsequenz in der letzten Aufnahme oder in der auf Baus Spitze nicht mitbekommen habe, nicht aufgenommen habe. Ich finde schon die Worte nicht mehr, so regt mich das auf. Ich kann nicht zurück, ich kann nur nach vorne, ich kann nicht springen, okay. Es tut mir so leid, dass die Aufnahme kaputt ist. Oh, ich ärgere das selber. Aber jetzt erstmal hier. Da ist sie, Ori, die Weide, Mutter des Lichts. Das Licht ist wiederhergestellt, Sael. Bring Sael zur Geisterweide zurück. Alles klar, dann werden wir das tun. Wir bringen ihn zur Geisterweide zurück. Die ist hier, Stiller Wald. Wir sind hier oben. Mal kurz nachschauen in die Dunkelheit. Ah, nee, das ist, dann machen wir das doch gerade mal. Wir lassen uns hier hinporten. Und bringen das Licht zurück. War doch hier. Ja, das war hier. Oh nein. Vergangenheit geblendet. Wandte sich schier von der Wärme ab. Okay. Ja, wir müssen da hoch. Trauerkamm. Okay, hier waren wir absolut noch gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass es dieses Gebiet gibt hier. Oh. Dann komm mal her. Ups. So, zwischendurch mal heilen. Bei der ganzen Sache ist, ich krieg hier immer was ab, wenn ich in seine Richtung springe, so wie jetzt gerade eben.
Wir haben zwei Wege. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Da rein. Schauen wir mal. Was gibt's hier? Autsch. Hier gibt es nur Schmerzen. Okay, hier komme ich nicht durch. Wow. Hilfe. Wow. Zack. Ich laufe doch in die verkehrte Richtung. Warum soll ich hier nach unten? Au. Ah, wir kriegen ein neues Licht. Eine neue Fähigkeit. Starten. Okay. Und starte in jede beliebige Richtung. Das bedeutet für mich jetzt was? Wo ist es denn? Starten. Hier. Jetzt kann ich springen. Wie geil ist das denn? Au. Okay, coole Fähigkeit, muss ich sagen. Mit ein bisschen Übung kriegt man das schon gut gebacken. Okay, jetzt haben wir 7000 Splitter, 7000 Geisterkugeln. Bringt uns eigentlich schon viel was. So, hier hoch. Starten wir hier durch. Oh! Jetzt komme ich aber auch zurück. Autsch. Ich will natürlich nicht alles von denen hier mitnehmen. So. Wow. Oh, ein Gorlek-Erz. Auch gut. Wow. Ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder hoch? Autsch. Das ist aber ein bisschen knifflig hier. Okay, wir haben es gepackt. Ah, ich bin hier richtig konzentriert gerade eben. Also ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber... ja. Jetzt sind wir da hochgefahren, um hier runterzukommen. Ja, nee, so nicht. Ah, okay, ich muss ja hier hoch, ne? Ich hätte sowieso darunter gemusst. So, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Okay, ich muss den Strahl hier wieder abpassen.
ein bisschen besser, vielleicht. Au! Autsch! Ah! Ach, ich habe nicht gesehen, dass es da weitergeht. Ah, nee, ich muss auf die andere Seite. Mist. Okay. Hier hoch. Autsch. Okay. Nochmal ein bisschen Mitgefühl. So. Jetzt hier auch nochmal. Ah, nee, das ist jetzt wieder... Naja. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wäre ja gelacht, wenn nicht. So, jetzt müssen wir darüber schweben. Also nach links. Richtung Strahl im Prinzip. Und dann nach oben. Dann uns nach oben katapultieren. So, genau. Alles klar. Okay. Wir müssen da rein. Das sieht mir etwas bedrohlich aus, aber okay. Bleibt uns nichts anderes, als das Ende näher rückt. Führten alle Pfade zur Geisterweide. Das Ende der Weide. Kommen wir hier hoch? Ich denke ja. Ah ja. Au. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich hier in die richtige Richtung gegangen bin, aber... Oh, okay. Ich kann mich hier also nicht festheben. Ich halte mich hier an. Oh. Au! Gibt's denn da das? Ja, nicht ganz, aber... Wir gehen mal diesen Weg, würde ich sagen, ne? Autsch! Was gibt's denn in dieser Richtung Schönes? Ah, da drüben ist ein Lebensfragment, aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Vorher sterbe ich hier. Wo geht's jetzt darüber? Autsch. ja, war hier nicht so gewollt. Jetzt gehen wir mal hier diesen Weg nochmal. Wo geht's denn hier hin? Das ist fies. Au. Au. Ne, der ist mir ein bisschen zu heftig, der Weg.
Und jedes Mal kriege ich hier noch eine auf die Fresse. Moment. Dann mache ich es so. Starten. Ich glaube, diese Fähigkeit brauche ich jetzt eigentlich am meisten. Autsch! Ah! Also es muss da richtig abgetimt sein. Das ist schon nicht ohne. Nee, hier nochmal. Autsch. Nochmal Autsch. Und nochmal Autsch. Dann machen wir es aber folgendermaßen und heilen uns hier gerade nochmal. Weil das überlebe ich anders nicht. So. Jetzt. Dann hier wieder starten, bitte. Richtig getimed sein. Oh, hallo. Nochmal hier hoch. Danke. Oh. Glück. Glück. Ich meine, Können natürlich. Pures Können. Ja, ich bin jetzt etwas konzentriert. Man merkt es vielleicht. Deswegen rede ich nicht so viel. Oder kommentiere nicht jeden Schritt. Ja, nein, nein, nein. Also da will ich nicht hinspringen, ne? Also das nochmal. So, genau. Ah, jetzt aber mal abwarten. Wie geht's denn hier weiter? Ich muss hier rüber schweben. Was ist hier? So, okay. Dann nach unten schweben. Uff. Mal wieder richtigen Boden unter den Füßen. Dann lassen wir uns nochmal heilen. Oder wir heilen uns selbst nochmal. Besser gesagt. So, dann hier. Was ist denn das hier? Kann man das hier... Genau. Zack, zack, zack. Müssen wir kaputt machen. Okay. Das scheint mir einen weiteren Weg zu geben. So, dann nehmen wir nochmal starten. Ah, so kommen wir an das Fragment. Alles klar. Das gefällt mir sehr gut. So, und wir müssen jetzt hier rüber wieder... Hier sind wir hergekommen, ne? Ja, wir haben hier auch alles erkundet, so wie es aussieht. Genau. So, und das ist hier dieser.
Ich glaube, ich probiere es aber trotzdem mal in diese Richtung. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Autsch. Man sollte die richtigen Tasten verwenden. Zum Beispiel. Au. Au. Ach so, das... Ach, das Teil des... Das Teil tut generell weh. Okay. Autsch. So, dann gehen wir erstmal hier rüber. Mal gucken, was es uns hier bringt. Oh, soll ich mich das erstmal kaputt machen? Nee. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Ah, nee, ich werde hier, glaube ich, kann hier nicht durch. Wegen diesem Wasserfall. Wasserfall ist es ja keins. Ah, doch, es würde gehen. Mist. Autsch. Da komme ich nicht durch. So. So. Oh oh. Autsch. Autsch. Wow, was ist hier los? Bin mir nicht sicher, soll das so sein? Ich probiere es mal auf die andere. Moment, Moment, Moment. Kann ich hier hoch? Autsch. Ich probiere es einfach nochmal. Wenn ich jetzt hier hochgehe. So. Wieder hier dran kleben bleiben. Dankeschön. Was ist hier los? Ach, hier gibt's Gorlek-Erz, deswegen. Na dann. Wenn es hier Gorlek-Erz gibt, nehmen wir uns das natürlich mit. Ah, bitte nicht zu arg, danke. So, dann regenerieren wir uns. Weil ich könnte mir denken. Was heißt, ich könnte mir denken? Das ist mir mit Sicherheit so. Dass wir hier noch ein paar Mal Energie verlieren. Die Frage, wie gehe ich hier vor weiter? Wenn ich jetzt hier... Ach, ich probiere es einfach nochmal aus. Ich sollte mich schnellstens auf den Weg machen, wenn ich das hier kaputt mache. Au. Genau.